Christian Schemeyer, Paartherapeut, Beziehungscoach, Diplompsychologe und mit einem krassen Sonnenbrand gesegnet, trotz Lichtschutzfaktor 5000 zu lange gewandert. Müssen wir jetzt mit leben, weil es gefällt euch ja auch nicht, wenn ihr gar kein Video seht. Genau, nur ein Sonnenbrand. Genau, heute ist das Thema, ja, meine Lieblings-Ex hat ein Thema, dass sie, ja, ihre Schulden nicht zurückzahlt, war sowas, ich auf den ersten Blick gesehen hat. Schauen wir mal in die Mail. Hi Christian, ich stecke gerade im Liebeskummer fest und das, obwohl ich bereits einige von deinen Kursen gemacht habe. Ich fühle mich echt so, als ob ich gerade keine Fortschritte mache. Nun zur Beziehung. Meine Ex und ich sind 7 Jahre auseinander. Wenn ich das hier alles richtig, reden wir über eine lesbische Beziehung. Ich älter und haben uns über eine Dating-App kennengelernt. Ja, ist wie es ist. Ich bin kein Freund davon, aber de facto, ja, höre ich natürlich auch immer wieder, dass es manchmal wirklich klappt und zu langfristigen Beziehungen führt. Aber not the best place to search, würde ich mal sagen. Nach einer Woche Schreiben getroffen, beim ersten Date fiel auch der erste Kuss. Wir mochten uns sehr. Es wurde schnell sehr intensiv. Innerhalb der ersten 2 bis 3 Wochen wurde ich bereits ihrer Mutter und einem Arbeitskollegen sowie einigen Freunden vorgestellt. Nach circa 1,5 Monaten waren wir dann ein Paar. Gut, soweit so gut. Ich bin übrigens immer sehr interessiert, wenn ihr in einer lesbischen, schwulen oder anderweitig oder vielleicht kenne ich mit diesem Begriff jetzt nicht hundertprozentig aus irgendeiner Art von diversen Beziehungen seid. Schreibt mir gern, wie ihr das mit der Polarität erlebt. Interessiert mich wirklich sehr für mein neues Buch. Ich vermute jetzt mal, es ist auch lesbische und schwule Beziehungen. Es gehört auch, also für mich gehört das nicht zu divers, aber auch wenn ihr in so einer, keine Ahnung, anderweitig Queer-Beziehung seid, würde mich mega interessieren, wie das Thema so bei euch ist. Genau, sie übernachtete, waren sehr verliebt und auch sehr engagiert, da wir aus verschiedenen Städten kommen. Hielt sich alles gut die Waage. Sie übernachtete bei mir und ich bei ihr. Ich war ihre erste Freundin. Ach so, sie war vorher nur mit Männern zusammen. Okay. Aber das schien niemand zu stören. Alle mochten mich. Ihre Mutter war sogar begeistert, da sie ihre Tochter noch nie so entspannt erlebt habe. Sie erzählte mir auch, dass es bei den vorherigen Partnern die ersten Wochen immer super lief und dann war es doch nicht mehr so toll. Ja, former Events, form Future Trends, sagen ja die Australier gerne mal. Also zurückliegende Ereignisse formen gerne mal die Zukunft. Und warum soll das jetzt anders sein? Ne? Das ist immer, aber klar, irgendwo muss man natürlich Menschen auch mal eine Chance geben, dass sie sich vielleicht auch ändern. Verstehe ich schon. Aber ja, das, was ich immer meine, so, dass es vielleicht manchmal erfolgversprechender ist, Menschen zu daten, die auch schon mal stabile Beziehungen hatten, wenn man das überhaupt sucht, ne? Muss man natürlich klar sagen. Ne? Bei mir wäre das alles gar nicht so. Naja, okay. Worte sind langlebig, ne? War natürlich schön zu hören. Wir waren fast 3 Monate zusammen, da zog sie in ihre eigene Wohnung. Die Kaution hierfür streckte ich dir vor. Ah, hier kommen wir langsam zum Thema. Da sie es auf Anhieb nicht konnte. Dafür war sie auch sehr dankbar. Ja, da macht man, aber früher war ich auch so irrsinnig blauäugig. Ich komme ja aus Westfalen, Ostwestfalen, wo vielleicht heute auch nicht mehr das gesprochene Wort absolut gleichrangig war mit schriftlichen Verträgen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand auf die Idee gekommen wäre, was Mündliches nicht genauso wichtig zu nehmen. Ein Mann, ein Wort. Gab es da noch, gibt es ja heute überhaupt nicht mehr. Und aus heutiger Sicht muss man leider sagen, egal wie verliebt ihr seid, da wird ein Vertrag aufgesetzt, ne? Fertig. Ne? Und klar, wenn man jetzt 10 Jahre zusammen ist, kann man vielleicht ein bisschen lockerer sein, aber selbst da, ja, es gibt ja Leute, die kleben unter ihre Möbel, wer sie gekauft hat und aus gutem Grund, weil man weiß nicht, wie lange eine Beziehung dauert. Und oft ist die Trennung schmutzig, ne? Und dann, ja, und ich habe das auch erlebt, dass Sachen, die man ausgemacht hat mündlich, dass darauf komplett geschissen wurde nach der Trennung. Zu meinem
erheblichen Nachteil und ich konnte es gar nicht fassen, aber Menschen sind so. Was willst du damit? Kannst es nicht ändern, ne? Nach 2 Wochen in der neuen Wohnung wendete sich so langsam das Blatt. Ja, die 3 Monate sind ja auch um. Die berühmten 3 Monate sind schon wieder um. Müsst mal so ein Liebeschiplied machen. Und jetzt wird schon wieder langweilig. Ja, das hält ja nur 100 Tage, die ganzen Neurotransmitter und Hormone. Was will man machen? Der Indoor-Olympics wurden weniger, sie fuhr nicht mehr so oft zu mir und unternahm viel mit einer früheren Freundin, die sie länger nicht gesehen hatte. Mhm. Okay. Ich kaufte ihr ein Geschenk, ich kaufte ihr einen Adventskalender, sie mir keinen. Ja gut, das alleine, aber ist natürlich ein Indiz in dieser ganzen Dynamik, ne? Zu Weihnachten bekam ich einen gebrauchten Pullover. Oh, fuck, ey. Gut, ich meine, ich will jetzt, manche Menschen haben nicht viel Geld, aber boah, gebrauchter Pullover ist echt krass, finde ich sehr unempathisch, ne? Aber ich war verständnisvoll, weil sie ja nicht viel Geld hatte. Man kann ja auch was Kleines, man kann auch ein Bild malen und es ist trotzdem was ganz Persönliches. Gebrauchter Pullover ist so Subtext, so Chris, du trägst meine alten Sachen auf. Also finde ich einen ganz schlechten Subtext, so, ne? Nach Silvester war ich krank und sie kam in dieser Woche auch nicht einmal vorbei. Ja, was ich immer sage, wenn Menschen nicht an deiner Seite sind, wenn es dir nicht gut geht, ist es alles Mist. Kannst du alles vergessen, braucht man auch keine Beziehung mitführen, dann kann man es auch lassen, kann man auch Single sein. Und was ich ja auch immer sage, habe ich früher noch, glaube ich, öfter gesagt in Videos, wenn so Festtage nicht beachtet werden, beziehungsweise gar nicht zusammen verbracht werden, ist es auch für den Arsch, ne? Aber gut. Das fand ich schon enttäuschend. So fuhr ich nach einer Woche wieder zu ihr. Ich hatte in dieser Zeit schon das Gefühl, dass irgendwie ein Ungleichgewicht zwischen uns herrscht. Ein paar Wochen später machte sie dann Schluss. Ja, immerhin zieht es nicht in die Länge hier. Ihre Gefühle hätten sich nicht weiterentwickelt und ein weiterer Grund wäre ihre bevorstehende Therapie. Was ist so eine Irrsinnsbegründung? Eine weitere Begründung ist der Schnupfen meines Kanarienvogels. Eine weitere Begründung ist, dass die Blätter fallen vom Baum in meinem Garten. Das ist ein völlige, also wie man dann immer sowas hingewollt. Soll sie doch einfach dabei bleiben? Ich bin nicht mehr verliebt. Es ist mir zu langweilig geworden. Ich will die nächste durchnehmen. Fertig. Aber dann, ja, ich muss mich jetzt trennen, weil ich muss ich echt sagen, das ist so eine abgefahrene Begründung, ey. Gott, ich weiß gar nicht, was ich überhaupt schon mal gehört habe. Okay. Ich hatte dafür Verständnis, warum? Also je länger die Mail geht, umso mehr habe ich das Gefühl, dass du hier co-abhängig agierst, ne? Also, okay, Kaution, okay. Aber hier gebrauchter Pullover, das sind ja auch alles Sachen, die du akzeptierst, ne? Wo du nicht sagst, ey, sag mal, hast du ein Rad ab irgendwie? Was soll der Scheiß? Das darf man. Man darf jemand sagen, der einem Weihnachten gebrauchtes Matchbox-Auto schenkt, darf man sagen, hast du einen an der Waffel? Was soll der Scheiß, ne? Irgendwie, was willst du mir damit sagen? Also, es ist wirklich besser, dass knallhart anzusprechen, als immer bei sich ergehen zu lassen, ne? Und wie kommt's, dass du nicht an meiner Seite bist, wenn ich krank bin, ne? Und jetzt, ihr dürft, das ist wirklich Anti-Co-Abhängigkeit, ihr dürft sagen, was soll der Scheiß, was ist das für eine Schwachsinnsbegründung, die mir hier auch, was ist das für ein Doppel-Bullshit-Burger, den du mir hier gibst, ne? Das macht aber keinen Sinn, ne? So. Ein paar Wochen später war schon jemand Neues am Start. Des Weiteren laufe ich seit Monaten im geliehenen Geld hinterher. Nette Freundin, die du hattest, ist einfach, sag ich ganz klar, fucking asozial, was die da macht. Das ist einfach asozial. Also mich riecht sowas immer so auf, ey.
echt so jemanden ausnutzen, irgendwie, ne, ich bin so arm, ich habe gar kein Geld, ne? Und ja, nimm mal, ich bin so ein Entitlement, ich habe ein Recht da drauf, du hast ja Geld, was willst du zurückhaben, ist mir doch scheißegal, aber sie ist nicht so persönlich, sondern sie ist so als Wink vom Universum, dass du einfach zu nett bist, leider, sage ich als jemand, der das auch immer war, zu nett. Und das möchte das Universum dir feedbacken, so würde ich das sehen hier, ne? Aber ja, da wird es ja, also selbst wenn ihr nichts Schriftliches habt, also ich bin immer der Meinung, alles, was sich belegen lässt, ne, also wenn es da Kontobewegungen gab, so, ne, also du hast ihr das Geld überwiesen und sie überweist das dann an den Vermieter, würde ich zumindest mal mit dem Anwalt sprechen, weil ich würde mir sowas heutzutage nicht mehr bieten lassen, also immer voll Front gegen an irgendwie, ne, also das würde mir nicht bieten lassen, ne. Schon aus Prinzip nicht, ne? Also echt. Klar, wenn du jetzt, wenn es einem total egal ist, aber ich glaube, wäre auch für deine Entwicklung vielleicht gut, da auch mal hart zu sein, so, ne? Die Zahlungen laufen unregelmäßig bis gar nicht. Ja, dafür werden von ihrer Seite sämtliche Kurztrips gemacht, ja, nette Frau. Ja, dann, wie gesagt, weiß noch nicht mal, ob man überhaupt, also jetzt. Kenne mich ja nur so aus meinem selbstständigen Wissen hier. Aber würde ich ihr einen Mahnbescheid schicken, ne? Zack, und das völlig durcheskalieren lassen, knallhart. Und wenn auch nur, um ihr eine Lektion zu erteilen. Vielleicht muss man sich da mal einmal einen Rat einholen beim Anwalt. Kann ja auch nicht die Welt kosten, nicht, dass man da, dass sie das auch noch gewinnt hinterher. Aber wenn der sagt, hey, sieht gut aus, würde ich da, das würde ich mir nicht bieten lassen, würde ich Fristen setzen, Mahnbescheid. Und durcheskalieren bis vors Gericht, ey. Also die Leute dürfen mit so einem Scheiß aber nicht durchkommen immer, ne? Vor einigen Wochen war meine Geduld am Ende. Ich konfrontierte sie mit allem. Schulden, neue Beziehungen und Kurztrips. Here you go. Sehr gut. Ich machte meinem Frust Luft und bekam gegen sich natürlich auch aufs Brot geschmiert, dass sie nach der Trennung sich besser fühle und von ihr aus noch weniger darf, als sie dachte, ja, das macht sie jetzt nur, um dir weh zu tun, weil du jetzt endlich mal Klartext redest, ne? Das würde ich aber da rein und da raus, würde ich denken, ey, Alte, kannst mich mal, ist mir scheißegal. Ich will mein Geld wieder haben, ist mir scheißegal, wie du dich fühlst oder nicht fühlst, interessiert mich nicht. Also für viele von meinen Zuschauern und Zuschauerinnen kann man sagen, es wäre besser, wenn sie ein bisschen kühler wären, ne? Neutraler, kühler, abgegrenzter. Einfach Fakten, Fakten, Fakten. Also wie sie sich jetzt fühlt, das sind keine Fakten, uninteressant. Dass du ihr Geld geliehen hast und sie zahlt es nicht zurück, das ist ein Fakt irgendwie, ne? Ja, lass dich da nicht anträgern von ihr, ne? Ich sagte, ich will so schnell wie möglich das Geld zurück. Ich habe am Anfang der Beziehung, auch zum Teil in der Beziehung, gedacht, dass seine Kurse und die Erfahrung endlich Früchte tragen. Dann wieder sowas. Ja, gut, das ist häufig nicht mit einer Beziehung getan. Und selbst mir ist das auch wieder erfahren, dass das ist übrigens auch einem der dieses bekannte Buch geschrieben hat, am Ross Rosenberg ist das auch wieder erfahren, der hat sein ganzes Material rausgehauen, ganz ähnlich zu meinem, und hat nochmal so eine narzisstische Ehe gehabt, ne? Und brauchte auch nochmal einen Anlauf, jetzt ist er mit einer anderen Frau zusammen scheinbar, wenn ich das alles richtig verfolgt habe. Und das geht ganz vielen so, ne? Man hat es eigentlich schon verstanden, aber also würde ich mal sagen, die Schwingung ist alles. Also das, das ist eine Sache, ob du Sachen schon verstanden hast und du setzt es jetzt ja auch zum Beispiel um, dass du Grenzen ziehst und so. Aber dass das wirklich so ganz tief ankommt und dass man seine Anziehungspunkte so verändert hat, dass man so egoistische Menschen gar nicht mehr anzieht, ja, das ist schon eine andere Kiste und das dauert länger, als man denkt. Das kann auch ein paar Jahre dauern und also und man rafft es nur immer schneller und dann kannst du auch von einem Moment auf den anderen aufhören und man lernt jemand anderes kennen, so, ne? Also es zeigt dir so ein bisschen, was es noch an Themen dir aufzulösen gibt, würde ich mich jetzt aber nicht von außer Bahn werfen lassen. Das ist,
Das ist halt zwei Schritte vor, einen zurück. So geht die Arbeit, ne? Ich kann auf Anhieb echt keinen groben Fehler an mir erkennen. Die Trennung ist das eine. Irgendwann würde man drüber hinwegkommen. Über die letzten Monate jedoch ist dieser Kontakt sehr anstrengend geworden. Sie kommt mir vor wie ein anderer Mensch und das Thema Schulden und ihr Umgang damit machen mich wütend. Ja, das ist ja für Leute, die an ihrer womöglich Co-Abhängigkeit leiden, sehr gut in die Wut zu kommen, weil das ist so ein Gegengift. Und finde ich sehr gut, wenn du wütend wirst. Und ja, was du auf jeden Fall gemacht hast, dass du aber das ist jetzt keinerlei Kritik oder so, weil man guckt ja auch ein bisschen, wo es hingeht, dass du nicht, dass du vielleicht noch frühzeitiger sagen könntest, sag mal, was ist los mit dir, ne? Warum verhältst du dich so? Aber dass du jetzt jemand, in dem du verliebt bist, dass du dem jetzt eine Kaution leist, finde ich jetzt echt kein Fehler. Und ich hätte früher auch solche Sachen ohne Vertrag gemacht, würde ich heute, weiß ich nicht, kommt drauf an, was für eine Geldsumme das jetzt ist. Keine Ahnung, aber ich hab auch wahnsinnig viel Geld verloren mit solchen Scheißsachen, weil ich mich auf mündliche Vereinbarungen verlassen hatte. Ja, das passiert halt, nächstes Mal bist du schlauer. Und da würde ich mir auch keinen Strick draus drehen. Also du hast ich finde es nicht lang. Also du hast es jetzt 3 Monate in den Sand gesetzt und hast jetzt eben, musst eben nochmal Geld hinterherrennen. Strick da jetzt nicht so eine Story raus, dass du überhaupt nicht weiterkommst und alles scheiße ist. Das ist nicht so, ne? Du hast es in 3 Wochen, hat sich das, du bist schon so weit, dass sich so eine Beziehung schon in 3 Monaten demaskiert und zusammenstürzt und darfst halt mal wieder lernen, dass du zu nett bist. Ja, bist du alles gut. Alles gut. Ja. Zuletzt hat sie sich noch mit meiner besten Freundin bei ihr zu Hause getroffen. Ja, da muss man ja auch mal vielleicht über deinen Freundeskreis vielleicht auch nachdenken. Ich weiß, das zieht dann immer so Kreise, das macht keinen Spaß, aber meine Ex hatte etwas von mir dabei, was sie bei meiner besten Freundin ließ. Zur Anmerkung, meine beste Freundin und ich wohnen 20 Meter auseinander. Das hätte sie mir auch selbst geben können. Warum? Was willst du mit der noch zu tun haben? Also ich würde mit jemand, der sich so verhält. Also da sehe ich schon einen Ansatzpunkt. Klar, du kannst jetzt nicht auf komplett Nullkontakt gehen, aber das finde ich eine Unklarheit. Warum willst du mit so einer egoistischen Person, warum willst du die überhaupt noch treffen? Warum soll die, also du sollst froh sein, dass sie das deiner, also jetzt doch alles okay mit deiner Freundin, hat sich ja richtig verhalten. Solltest froh sein, dass sie das deiner Freundin gibt. Ich würde sagen, ey, kein Bock, dich jemals wiederzusehen im Leben, ne? Also wenn du da noch denkst, warum kommt sie nicht bei mir vorbei? Also da bist du noch ein bisschen in so einer Idealisierung, ne? Muss ich schon sagen. Ne? Warum solltest du die noch jemals wiedersehen wollen? Habe ich in der Beziehung über einiges hinweggesehen oder bin ich zu klein? Ja, du hast wahrscheinlich über einiges hinweggesehen, aber nicht auf lange Zeit. Und das, finde ich, kannst du dir wirklich hoch anrechnen. Oder bin ich zu kleinlich? Nee, du darfst viel, viel kleinlicher sein. Das Universum möchte uns immer in die Mitte bringen. Und wenn wir jemanden erleben, der so extrem ist, extrem in die andere Richtung, ne, dann heißt es immer, wir sind nicht genug in der Mitte. Ne? So geht das Spiel. Also denk nicht so viel über Ankommen nach, sondern über kontinuierlichen Prozess der Weiterentwicklung, der Persönlichkeitsentwicklung und das ist kein Kindergarten hier, dieser libysche Prozess. Und das geht allen so, dass man da länger dran kauert, selbst wenn man es eigentlich verstanden hat, länger dran kauert, als man denkt, weil sich diese Beziehungen so vertraut anfühlen. Ne? Wahrscheinlich meistens wegen der entsprechenden negativen Kindheit. In diesem Sinne, macht die fucking Kurse und wir sehen uns und setzt sie auch um und seid geduldig und wir sehen uns bald wieder. Ciao.